Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Runde World of Warcraft mit meinem Paladin. So, wir sind ja hier wieder in der Froschmarschen und machen jetzt im Dienste von Krakwar. Das heißt, wir gehen hier einmal durch die Ecke, wo die ganzen Nagerleichen liegen und gehen hier oben mal hin. Hallöchen. Chifu, Krakwar selbst hat euch geschickt. Beim Loa gesegnet ist dieser Tag, an dem er mich anerkennt. Ich brauche eure Hilfe. Ja, dann zeig mal. Krakwars Auserwählte. So ein Schlamassel, Shifu. Die Nager entziehen Krakwars Fröschen die Magie und laben sich dran. Es gibt drei Frösche, Champions von Krakwar, die in diesem Moment gefoltert werden. Nehmt diesen Trank, der gibt den noblen Fröschen ihre Macht zurück. Sie verdienen mehr, als von diesen fiesen Schlangen ausgesaugt zu werden. Ich bleib hier. Die Nager haben bei mir ein paar Glückstreffer gelandet. Mein ganzes Leben lang schon wollte ich Krakwar sehen und ich tölpel, lass mich von den paar Nager verwunden. Rettet Kroldra, die Weise, Wukguk, den schlauen Wakshash, oh Gott, den Tollkühn, machen wir. Rache der Frösche. Eine Priesterin, Zaldraxia, führt die Nager an. Sie hat herausgefunden, wie man den Fröschen die Magie entziehen kann. Zaldraxia schreckt vor nichts zurück und wird erst damit aufhören, wenn sie alle Frösche hier ausgesaugt hat. Tut was ich nicht geschafft habe und tötet die Priesterin, zeigt den Naga, dass Krakwar kein Loa ist, den man auf die leichte Schulter nehmen kann. Ich werde zu Krakwar für euren Erfolg beten. Besiegt Priesterin Zaldraxia. Machen wir. So, na, gibst du mir die Quest noch? Annehmen. Möge Krakwar euch segnen, dass sie mit dem falschen Loa angelegt hat. So, sabotiert das Nagerlager ist natürlich auch noch eine Quest, die passend dazu kommt. Und wir werden auch, da noch immer noch Halloween ist, den kopflosen Reiter noch anmelden. Und holen uns da die extra EPs auch noch ab. Aber ich würde sagen, wir laufen doch mal hier lang, weil hier ist eine Kiste. Dann holen wir uns das Kistchen zuerst. Was ist das da? Ne? Wütender was? Ach ja, das sind die Rahmenmobs. So, jetzt gucken wir mal. Ach, ich habe ja Angeln noch für eins. Ach, das wird nichts. Komm mal her, du. Machen wir erstmal die Nager, kleinen Nager hier weg. Oder die Murge. Ja, was heißt? Na? Murloc. So, stirb einfach. Komm, wehr dich nicht so. Ja. Zack. So. Bonusgebiet machen wir dann gleich auch noch mit. So, Kiste. Jawohl. Komm her. Ja. Sind natürlich immer schwerer. Dadurch, dass wir die Rüstung. Dadurch, dass wir über 115 sind, merkt man auf jeden Fall sehr stark, dass halt es schwieriger wird mit den Questen. Das hat man mir vorher auch schon gesagt. Es wird halt, ne? So, machen wir die Kleine auch weg. Ey, gar nicht erst weglaufen, du. Können wir gleich hier weitermachen. Oh, jetzt geht die Schnecke drauf. Das tut mir leid. Aber Schnecki. Alter, die Möwen, ne? Die mir immer so durchs Bild fliegen. Nervt dezent. Kommt her hier. Jawohl, alle rein hier. Klein Scheißer. Zack. Ist auch schon tot. So, wir haben da Frosch und hier. Hier sind auch Frösche, aber ich hole mir erstmal die Uschi hier. So, und danach können wir. Nee, der ist voll kaputt. Oder da ist nichts drin. So. Können wir hier eigentlich, bevor ich es wieder vergesse. Ich weiß, ist wahrscheinlich lästig, wenn ich das immer mittendrin mache. Aber ihr denkt, wisst ja, wie das ist, wenn man später hast du wieder keine Zeit dafür. Ich möchte mich auch nochmal entschuldigen, dass die Woche die Videos wieder so unregelmäßig kamen. Aber ich war auch krank. Und dann macht es einfach keinen Spaß. Ich habe zwar ein bisschen gestreamt, aber man hat schon gemerkt, dass ich halt erkältet war.
teils an der Stimme, teils an der Stimmung. Ah, kriegen wir hin, oder? Oh, der kommt aber gleich mit einer ganzen Bagage hier. Zack. Einmal rein da. Der noch da rein. Kriegen wir hin. Die Kleinen, die machen ja jetzt nicht so viel. Normalerweise. So, komm. Alle weg. Jawohl. Es gibt schon ein bisschen Schaden, muss ich ja schon mal gestehen. Holen wir uns mal einen Buff ab hier. Esst euer Gemüse. Ach, habe ich jetzt alle gesammelt, ja? Schön. So. Theoretisch können wir auch hier hochwandern. Und dann gehen wir da vorne zu Uschi. Bist du wieder? Jawohl. Und tschüss. Ich habe dir gern geholfen. Ja, um den Großen möchte ich aber einen Bogen machen. Die Krebse möchte ich auch nicht unbedingt triggern. Und die Vögel auch nicht. Jetzt haben wir sie getriggert. Aber die fallen ja gleich um. Also klein hier. Ja, das war so klar, dass ihr es von hinten kommt, ne? Egal, kriegen wir hin? Kriegen wir alles hin. So. Vielleicht schaffen wir es sogar noch. Da ja mein Paladin ja schon so groß ist, dass wir ihn fast, also ich glaube, bei dem Level so schnell wie das teilweise geht, wir haben ja jetzt schon die Hälfte zu 118, könnte man es fast schon schaffen, dass wir noch hier zu 120 kommen. Da ist die Uschi. Dich will ich haben. Lass die Froschis in Frieden. Lady. Gibt keine Froschschenkel für dich. Unterbrechen. Ich stunne sie mal. Stunnen ist immer eine gute Idee. Haben wir die Käfige. Sie werden dafür leben, unsere Bedürfnisse zu stillen. Ja, das glaubst auch nur du, Uschi. Und tschüss. Da war sie. Da war sie weg. Nee, ich geh mal dahin. Nager brauchen wir ja eigentlich gar keine. Die sind ja eigentlich nur noch dafür. Huch. Nö, 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 nö. Ach, die Caster fallen immer so schön schnell, ne? Ne, was wollte ich sagen? Auf jeden Fall die Dungeons müssen wir noch machen. Ne? Dann werden wir uns auch mal in den nächsten Folgen drum kümmern. Dass wir dann nun halt sehen, die Storyline, damit ich euch die zeigen kann. So, mach mal schnell den, bevor der Große da kommt. So. Der dreht nämlich gerade wieder um. Ich wollte mit dem nämlich nicht kämpfen. Ich glaube, das ist eine Elite, ne? Ja. So, der ist kaputt. So, Bonusgebiet ist auch weg. Jetzt brauchen wir nur noch die Froschis. Und die Froschis sind alle hinten. Also auf der anderen Seite, wo wir quasi noch nicht waren, glaube ich. Genau. Da hinten ist auch noch ein Ramob. Den brauche ich jetzt aber, glaube ich, auch nicht holen. Ich hole jetzt erstmal den. Und was mit denen weg? Komm. Jawohl. Jetzt. Holen wir die Uschi. Gib den Frosch frei. Eigentlich könnte ich da auch nur das Zeug hier drauf werfen, glaube ich, ne? Das würde fast sogar reichen. Ah, lauf drüber weiter. Aber damit die uns hier nicht dauernd vor die Nase rennen, machen wir die trotzdem mal. Und da hinten kann ich ja einfach reinwerfen, glaube ich. Aber den da vorne muss ich noch machen. Weil der wird mir wahrscheinlich ins Kreuz laufen. Ja, genau du. Genau dich meine ich. So, stirb.
Wunderbar. Ich probiere mal, ob ich das, weil das ist ja so, oh, da steht auch noch einer. Und der Reiter ist auch noch. Dann würde ich sagen, bleiben wir mal kurz hier stehen. Wenn jetzt der Reiter losgeht. Sicher ist sicher. Na? Geht los? Wobei... Ich könnte ja mal... Ah, und jetzt geht's. Hat funktioniert? Nee. Uschi. Jemand hat abgelehnt. Das kommt ja hier auch noch. Jetzt beeil dich aber, wenn du jetzt ja auch noch mitmischen willst. Zack. Ich glaube, du musst erst den Strahl darunter nehmen. Vorher geht das, glaube ich, nicht. Dass ich hier das Zeug auf den drauf setze. So, bist du jetzt frei? Jawohl. Gehen wir wieder hier. Und hier. Und jetzt klettere ich einfach nach oben. Jawohl. Meister, komm. Zack. So, sollten die Nager bald verschwinden. Ihr habt getan, was ich nicht konnte. Hab meinen Dank. Möge Krakwa euch behüten. Hoffentlich erkennt er bald, wie ergeben ich bin. Oh, einen neuen Azerit-Bonus. Oh, da wird was erzählt. Mein Anhänger zu werden. Ich konnte die Nager nicht aufhalten. Ich warte gerade kurz. Seid ihr so stolz, dass ihr die Frage stellt, wem ich meine Gunst erweise? Nein, vergib mir, Krakwa. Komm zu meinem Bau, es gibt viel, das getan werden muss. Alles klar. Jemand hat die Einladung abgelehnt. Oh, das gibt's doch nicht. Ach, guck mal. Neuen Bonus. Jawoll. Brust auch? Jawoll. War das mit Schulter? Nö. Na gut. Das war wohl nix. Gibt es da eigentlich noch mehr Aufgaben? Ich müsste vielleicht mal gucken bei ihm. Bei Krakwa, ob der noch was hat. Bevor ich weiter wandere. Auf jeden Fall hat er Erz. Ist auch schon mal gut. Von dem Zeug brauchst du ja eine Menge. Mehr, wie mir lieb ist. Nee, der hat keine Quests mehr. Aber der hat hier noch Erz in der Ecke. Davon brauche ich noch welches. Weil ich muss nämlich, genau, 20 Sturmsilbererz. Wie viel habe ich jetzt? 16. Viel zu wenig. Shit. Na gut. Ich würde sagen, wir gehen dann... in der nächsten Folge... hierhin. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Ist eine kurze Folge, aber macht ja nichts. Kann man ja auch mal machen, ne? Also, ich wünsche euch viel Spaß. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Bye, bye.